Hervorragend. Chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Ist doch definitiv nicht gut. Wo sind die anderen? Da drüben? Hier ist es wieder super heiß. Stimmt, hier gab es ja auch überall Plünderer. Die haben wir auch schon gescannt. Ah, und der Typ. Na klar. Danke, Ryder. Das müsste reichen. Auch. Ich analysiere das und teile Ihnen mit, was ich gefunden habe. Dankeschön. Was gibt's hier noch in der Nähe? Die beiden Sachen hier. Ich denke mal, wir müssen danach auch mal gucken, wo wir dann hinfahren. Wenn er mich rauscallen lässt. Das hier sieht ja interessant aus, so alles hintereinander. Eine Razzia bei den Exilanten. Können wir auf jeden Fall auch machen. Zack. Gucken wir uns mal ein bisschen aufgeladen um. Ich denke mal, wir werden wieder von allen möglichen Leuten angegriffen, aber... Wir kennen uns ja aus. Mit, angegriffen werden. Gott, wo ist denn das? Oh, da unten. Über dem Normalwert. Ja, das ist richtig. Langsam. So, nicht ganz so langsam. Oh. Das ist eine sehr komische Stelle. Ich habe die Scans analysiert, die Sie mir gesagt. Das ist so dumm. Mit der Geschwindigkeitserhaltung, wenn man sie nicht spawnt. Ja. Okay, nochmal. Ja, so falle ich einfach nur runter. Das funktioniert schon mal nicht. Das ist echt schwer zu bremsen. So. Wie sollen wir von hier wieder zurückkommen? Oh, ich sehe schon. Man hätte hier eigentlich ohne Nomad herkommen sollen. Gut. Keine Ahnung, ob ich von hier wieder hochkomme mit dem Nomad. Wir respawnen leider auch nicht da, wo ich respawnen muss. Deswegen müssen wir die Schnellreise machen. So ist das halt manchmal. Wenn das Spiel nicht Initiative mitspielen möchte. Man sollte meinen, das wäre ein Vorteil, hä? Aber man kann kleinen Leuten nicht trauen. Die sind zu allem bereit, um sich durchzusetzen. Das macht doch Jack Spaß. Was ist so lustig? Ich habe mich nur gerade an einen Witz erinnert. Sie würden ihn nicht verstehen. Versuchen Sie es mal. Ich will ja dazulernen. Klopf, klopf. Wer ist da? Begriffsstutzig. Ein Elkor. Der ist gut. Der ist gut. Der ist grauenhaft. Nein, ist ja gar nicht das Lustige. Ich nehme an, eine Erklärung würde ihn auch nicht verständlicher machen. Nicht lustiger, aber vielleicht verständlicher, weil die Elkor ja nicht Gefühle mit Sprache ausdrücken können. Also, nicht mit einem Ton ausdrücken können, sondern die müssen sagen, wie sie sich fühlen, weil sie mit Geruch arbeiten? Ich weiß nicht mehr genau, was sie benutzt haben, aber sie... Oh Mann. Aber sie übertragen... Rollt aber auch einfach weg. Aber sie übertragen ihre Gefühle ja anders. Als alle anderen Rassen. Das Meer von Pathfinder. Ataraxia. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hier ist die Gefahrenstufe 3. Die Plünderer haben hier draußen ihr Lager aufgeschlagen. Wie überleben sie bloß die Hitze? Echt gute Frage. Zu spät reagiert. So. Wo ist denn das? Sie nähern sich der Zuflucht von Dirk Barrett. Wir sind nicht feindselig. Ich wiederhole, wir sind nicht feindselig. Bitte eröffnen Sie nicht das Feuer. Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen hier draußen erzählt, Kleiner. Hatte ich auch nicht vor. Die Pumpgun ist schon draußen. Stecke ich sie kurz weg, um zu scannen. Aber sie ist da.
Pathfinder? Ich bin Dirk Barrett. Ich spreche für alle, die Sie hier sehen. Und ich bin froh, dass Sie mich anhören, anstatt mir einfach ins Gesicht zu schießen. Ha! Nein, unterhalten wir uns erstmal. Es sind nur drei. Es kann nie schaden, anderen erstmal zuzuhören. Sie sehen aber aus wie... Das denke ich auch. Eine Bande. Wie Ihnen aufgefallen sein dürfte, sehen das die meisten Leute auf Eladen allerdings anders. Sie töten alles, was sich bewegt, einschließlich einander. Dadurch geht die langfristige Aussicht auf ein Überleben gegen Null. Ich habe allerdings nicht den Verstand verloren. Ich will nicht sterben. Genauso wenig wie diese Leute hier. Und deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Gut, dass Pathfinder anderen helfen, oder wieso sollte ich Exilanten helfen? Nee, gut, dass wir anderen helfen. Tja, ich bin der Pathfinder. Und ich glaube, irgendwo in der Jobbeschreibung stand auch, ich muss den Leuten helfen, in Helios zu überleben. Also schießen Sie los. Was kann ich tun? Als erstes müssen wir umziehen. Diese Zuflucht ist zu klein und lässt sich nicht befestigen. Eine andere Gang hat etwa 20 Klicks von hier eine Basis eingenommen. Sie ist ein perfekter Ort, der an diese Idioten komplett verschwendet ist. Sie reißen die Wände ein, um an Schrott zu kommen. Wenn sie uns helfen können, sie zu vertreiben, müssten wir danach eigentlich alleine zurechtkommen. Aber warum sollte ich ihnen helfen, andere Leute zu töten? Ist ja auch eigentlich nicht richtig. Ich kann ihnen nicht helfen. Oder vielleicht doch, weil die scheinen zumindest halbwegs... Also mit denen kann man reden. Ich werde es versuchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Pathfinder. Und falls Sie sonst noch etwas wissen möchten, fragen Sie einfach. Mhm. Also erstmal, was passiert, wenn Sie die Basis haben? Nehmen wir mal an, Sie bekommen Ihre befestigte Basis. Was kommt danach? Handel, hoffe ich. Wir wissen, dass die Kroganer da draußen sind. Sobald wir uns eingerichtet haben, werden wir versuchen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Mhm. Und wenn wir wirklich Erfolg haben sollten, kommen vielleicht auch die anderen Exilanten zur Vernunft und schließen sich uns an. Ich weiß nur, dass wir mit Anarchie nicht weit kommen werden. Die Leute hier müssen auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Und das heißt mit ihnen an der Macht? Das klingt, als würden sie sich selbst als Anführer sehen. Oder vielleicht als Warlord. Das ist das Problem mit Organisationen. Irgendjemand muss sie organisieren. Und dafür braucht es häufig eine durchsetzungsfähige Persönlichkeit. Der Anfang ist immer am schwersten. Sobald man dann eine solide Grundlage geschaffen hat, kann man die Sache etwas lockerer angehen. Mhm. Man muss erst lernen, wie man überlebt, bevor man anfangen kann, die Lebensqualität zu verbessern. Verstehen Sie? Irgendwie schon. Wieso Eladen? Wieso sind Sie nach Eladen gekommen? Es schien mir damals eine gute Idee zu sein. Ja, ich weiß, es war nicht unbedingt die klügste Entscheidung. Aber Kadara war für einige von uns einfach nicht das Richtige. Es hat uns nicht gefallen, wie sich Sloan in angaranisches Territorium gedrängt hat. Mhm. Ich schätze, wir wollten einen echten Neuanfang. Umso trauriger, dass alles so schnell den Bach runtergegangen ist. Hm. Ihre Gruppe passt irgendwie nicht zu Eladen. Sie und Ihre Gruppe sind bei weitem nicht so gewalttätig wie die anderen Plünderer hier. Auf Eladen ging es von Anfang an nur darum, wie viel Feuerkraft man aufzubieten hat. Mit genug Feuerkraft kann man sich hier alles nehmen, was man will. Das Ergebnis ist, dass jede Menge Leute ihre Waffen benutzen, um an noch größere Waffen zu kommen. Hm. Irgendwann kam der Moment, in dem ich mich ausgeklinkt habe, um darüber nachzudenken, was ich hier eigentlich will und wie ich es erreichen kann. Wie sich herausgestellt hat, war ich nicht der Einzige, dem es so ging. Okay, dann gehe ich mal. Das war's für den Moment. Ich muss wieder los. Natürlich. Ich will sie nicht aufhalten. Leute, können wir nicht wirklich scannen? Ein einfacher Angreifer, der mit Mittel- und Langstreckenwaffen ausgerüstet ist. Können wir ihre Sachen hier klauen? Ja, können wir. Ha. Dankeschön. Zu freundlich. Oh, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssten hier runterfahren können, hä? Müssen wir mal uns genauer angucken. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Ja, es ist relativ warm. Nee, wie sollen wir denn da rüberkommen? Es geht hier viel zu weit runter. Dann geht's eher so in... Oh, ein Erinnerungsauslöser. Oh.
Nee, Moment. Irgendwo anders gibt's auch Erinnerungsauslöser. Ja, das ergibt Sinn. Danke, Spiel. Ich würde mal sagen, wo ist das jetzt von der Richtung her? Ja, doch. Geradezu. Verdammter Mauszeiger. Frank, wieso schließt sich jemand am Ende seines Lebens der Initiative an? Wieso schließt sich jemand am Anfang seines Lebens Fremden wie uns an? Abgesehen davon, wer sagt eigentlich, ich wäre alt? Wer sagt, ich würde bald sterben? Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Doch, haben Sie. Am Ende des Lebens. Ich bin mir sicher, das habe ich nicht. Wollen Sie jetzt auch noch behaupten, ich wäre taub? Ryder. Vergessen Sie es. Ich halte mich da. Ryder, die Plünderer. Zerlegen Sie die Relikt-Tech? Ist das ein Problem? Wenn Sie einen Reliktkern in die Finger kriegen, schon. Er könnte instabil werden und die Geißel anlocken. Wie verhindern wir das? Keine Ahnung. Pathfinder, ich könnte Ihr Universalwerkzeug so modifizieren, dass Sie damit die Kerne deaktivieren können. Dann reagieren Sie nicht mehr. Dann los, sehr gut. Bringen wir das in Ordnung. So, dafür müssen wir sie wahrscheinlich aber erstmal angreifen, ne? Das dachte ich mir doch schon fast. So. Die beiden sind da. Interessante Kampfmusik. Aua. Oh, der war hinter uns. Man kann sehr lange in der Luft bleiben, ist mir gerade aufgefallen. Und hier haben wir endlich mal was Interessantes. An so einem Ort. Sonst war es ja immer nur ein bisschen Loot. Okay. Noch ein Adi. Aktivieren wir das Timer. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe sie weggeschickt. Oh Mist. Hier kommt aber auch alles auf uns zu. Das Teil mal lieber gleich hierher. So, diesmal müsst ihr euch um den Gegner kümmern, der hier ankommt. So, Nummer 1 ist schon mal deaktiviert. Interessante Missionsmarker übrigens. Das sind temporäre. Na, da hoch kommen wir ja auch ohne Probleme. Glaube ich zumindest. Oder? Ich glaube, so war das zwar nicht gedacht, aber es funktioniert. Oh, hat er sich gerade auch zu ihm aufgedient? Interessante Technik. So, der Rest sollte mich hier oben nicht erreichen können. Also die Addis zumindest und die Towns oder Traugs. Zack. Pathfinder. Aua. Ich registriere Interferenzen durch Plünderer an weiteren Städten der Relikte. Die machen es einem aber auch immer schwer. Gehen wir zu diesen anderen Städten. Natürlich. Ich registriere Temperaturen über den normalen. Das ist ein anderer Typ. Wow, ich treffe überhaupt nicht. So. Das ist das Harischwert. Hab's nachgeladen. Alles gut. Können wir das wegstecken. Kommt mal her. So. Ja gut, dann würde ich mal sagen... Das war Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin Dennis oder ClassFileP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!